neuen Projekt von mir erzählen. Genau, ihr habt ja bestimmt alle die digitale Agenda bis zum Schluss gelesen. Was ist der letzte, fünfte Punkt? Yeah. Ja, genau, es war eine einfache Frage, weil es steht hinter mir. Genau, den allerletzten Punkt hat man sich aufgehoben, nochmal so ein bisschen als Nachgedanke, den Politikkomplex Entwicklungszusammenarbeit anzusprechen. Der ist dann auch noch in der digitalen Agenda gelandet. Und zwar hat man sich dann noch so ein bisschen ausgedacht, so, naja, okay, wir arbeiten ja auch als Deutschland viel mit anderen Ländern zusammen und die sind auch, wir machen auch alle was mit Internet, vielleicht sollte man da mal drüber reden. Genau, ich arbeite schon ziemlich lange in diesem Feld der Entwicklungszusammenarbeit. Wer mich kennt irgendwie von der Republika und von anderen Gelegenheiten, weiß, ich mache viel so mit Open Source und Afrika und Sachen in die Richtung. Und man erlebt da immer ganz viele spannende Momente. Und es ist natürlich so, dass, ja, ganz kurz zu dem Komplex Entwicklungszusammenarbeit, dass da tatsächlich einiges passiert, auch wenn es immer so ein Politikkomplex ist, der für viele von uns off the radar ist, der aber auch in Zukunft, auch gerade was das ganze Thema Internet Governance angeht, zunehmend wichtiger wird. Also Entwicklungszusammenarbeit, ganz kurzer Theorieteil, langweilig ich ganz kurz mit, funktioniert vereinfacht auf zwei Ebenen, und zwar nämlich auf einer multilateralen Ebene und auf einer bilateralen Ebene. Und auf der multilateralen Ebene finden eben viele Gespräche zwischen Staaten, Staatengruppen, statt, die kennt ihr alle, auch Internet Governance entscheidend sind. Zum Beispiel wurde unter anderem nach dem World Summit of Information Society das Internet Governance Forum gegründet, mit genau diesem Ziel, auf einer internationalen Ebene Governance-Entscheidungen zu treffen, und zwar in einem Multi-Stakeholder-Prozess, wo eben Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft, Regierung mit am Tisch sitzen. Dann gibt es noch ähnliche Prozesse, die ihr bestimmt auch alle in den letzten Jahren mitbekommen habt, wie zum Beispiel den Net-Mondial-Prozess, der im letzten Jahr initiiert wurde, oder die Freedom Online Coalition. Das sind alles solche multilateralen Ebenen, wo eben verschiedene Regierungen zusammenkommen, und da ist es so, dass die Stimme von Entwicklungsländern, also Länder, die bislang vielleicht noch nicht so auf dem Radar waren, als im Spiel entscheidende Länder im Internetbereich, zunehmend wichtiger wird, um dieses Zünglein an der Waage zu spielen zwischen oft großen anderen Interessensgruppen, und die dann auch auf Blöcke bilden bei solchen Prozessen. Russland, China auf der einen Seite, bis vor anderthalb Jahren vielleicht auch noch die westlichen Staaten auf der anderen Seite. Aber zunehmend sind diese Mittelwege, also wie etabliert sich zum Beispiel Europa in der Position mit anderen Ländern aus Afrika und Asien, auch gegen die USA oder gegen andere Länder, die vielleicht andere Policies vertreten, wird da zunehmend wichtiger. Einmal diese multilaterale Ebene, und da geht es oft eben darum, dass es wichtig oder schön wäre, wenn eben auch mal andere Länder mehr mitreden und man da mehr Raum und Kapazitäten schafft, dass eben auch Länder aus Afrika, aus Asien, aus Lateinamerika da eigene Positionen vorbringen. Das andere ist die bilaterale Ebene der Entwicklungszusammenarbeit, und das läuft so ab, dass Deutschland als ein Geberland mit anderen Staaten, die Nehmerländer auf der Welt sind, sich zusammensetzt und bestimmte Politikpakete vereinbart, wo man sagt, okay, wir hätten gerne mehr Infrastruktur, mehr Straßen, mehr Leitung, mehr Ausbau. Deutschland, ihr seid toll darin, könnt ihr uns davor helfen? Und dann setzt sich die deutsche Regierung mit an den Tisch und sagt, ja, okay, das könnte so und so aussehen. Und da werden auch digitale Netzthemen, gerade auch was den ganzen Infrastrukturbereich angeht, zunehmend wichtiger. Und jetzt ist es leider oft so, wie wir alle wissen, sind in unserer Regierung eh sehr beschränkte Kapazitäten vorhanden, um es vorsichtig zu sagen, was das ganze Thema Netzpolitik angeht. Und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass das in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit umso mehr der Fall ist. Es gibt so eine Handvoll Personen in jeder Organisation, also in den entsprechenden Bundesministerien und den nachgelagerten Organisationen, die das Thema für sich entdeckt haben, die da auch total toll Sachen voranbringen, aber die sind ziemlich einsam in ihrer Organisation. Und die Idee hinter dem Projekt, was ich jetzt initiiere, ist eben das Ganze, was da in diesem letzten Punkt 5 in der digitalen Agenda zusammengeschrieben wurde, so ein bisschen mit Ideen und mit Leben zu füllen. Entwicklungspolitik ist eben auch eine Politikwelt, wo ziemlich viel Gestaltung möglich ist. Und die Idee ist, dass man jetzt sozusagen da reingeht, mit die Leute rausgesucht hat aus den Organisationen, die Lust haben auf das Thema, die ein Verständnis für das Thema haben, und in einem Prozess, der jetzt ein Jahr lang gehen wird, wir uns mit denen zusammensetzen und gucken, wie kann man die unterstützen, Policies auszuarbeiten, also Empfehlungen an ihre Häuser, an die Bundesregierung, die eben das Ganze in die richtige Richtung bringen. Ich ganz kurz ein, zwei Beispiele und dann noch ein, zwei Sätze zum Projekt.
man mag sich das manchmal gar nicht so naiv vorstellen, aber wie das ist, ich glaube, vor 2, 3 Jahren hatte ich so einen Realisationspunkt, kurz nach dem arabischen Frühling. Ägypten ist eins der Länder, wo Deutschland schon sehr lange sehr, sehr stark vertreten ist, sehr viel im Bereich Bildung macht, auch viel im Bereich Infrastruktur macht. Und kurz nach dem arabischen Frühling kam eine große staatlichen Geldern finanzierte Organisation auf mich zu und meinte, ja, also diese ganze Sache hier mit den ganzen Volksprotesten und dass das alles so über Facebook und dieses Internet, da haben wir irgendwie, da haben wir was verpasst, Frau Lubastin. Wir sind hier schon total lange in dem Land, aber das ist irgendwie an uns vorbeigekommen. Können Sie mal vorbeikommen und erklären, wie dieses Facebook geht? Und man hat eben ganz viel an dem, was da zum Beispiel passiert ist, weil man es eben so aus den Medien aufgeschnappt hat, an einer sozialen Plattform festgemacht, was natürlich totaler Quatsch gewesen ist. Und dann hat sich so eine Dynamik entwickelt, dass dann ganz viele Regierungsvertreter sagen, ja, yeah, wir müssen jetzt alle Facebook in Ländern mit autoritären Regierungen nutzen, damit wir dann mehr Revolutionen und Proteste machen können. Und das natürlich überhaupt gar keine gute Policy-Empfehlung ist an diese Häuser, aber auch keine unbedingt nur so gute Empfehlung an die Leute, die diese Proteste vor Ort machen sollen. Also geht es einfach darum, ein ausgewogenes, differenziertes Bild zu und Verständnis zu bestimmten politischen Themen zu schärfen in diesem Projekt, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Ich mache das Ganze zusammen mit der Stiftung Neue Verantwortung. Das ist eine Think Tank, die auch eben so ein bisschen Türöffner in die politische Welt sein können, weil ja, weil es einfach manchmal einfacher ist, Leute in ein schickes Büro einzuladen und denen sozusagen das Gefühl zu geben, immer noch zu Hause zu sein. Ja, ich weiß, wir haben auch schicke Büros. Das Gefühl geben, zu Hause zu sein, sozusagen, wenn sie aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung kommen oder wenn sie aus dem Außenministerium kommen oder aus anderen nachgelagerten Organisationen. Und so diese Hemmschwelle ein bisschen abzubauen. Und ich freue mich total, dass wir aus den ganzen entsprechenden Organisationen auch immer jemand dabei haben, also aus dem AA, aus dem BMZ, aus verschiedenen anderen entwicklungspolitischen Organisationen. Wir werden jetzt ein Jahr lang an verschiedenen Themen arbeiten und werden auch verschiedene öffentliche Veranstaltungen machen. Und ich wollte das Ganze heute Abend euch einfach kurz erzählen, weil es eine Einladung sein soll, um mitzumachen. Also natürlich, A, wenn ihr Interesse habt, zu den Events zu kommen, die wir organisieren, aber auch, wenn ihr selber ein Interesse thematisch habt und denkt, ihr könnt euch da irgendwie einbringen, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr mich danach ansprecht und vielleicht Bescheid sagt, wie ihr Lust habt, mitzuarbeiten. Die Themen, die wir behandeln werden, sind alle eigentlich großen Themen, die uns auch hier in Deutschland in der digitalen Agenda bewegen, die aber eben genauso im entwicklungspolitischen Kontext wichtig sind. Also Beispiel, Breitbandinfrastrukturausbau. Ich finde es da persönlich total spannend zu gucken, was haben andere Länder für andere Strategien, wie gehen andere Staaten mit der Finanzierung von Infrastrukturausbau um. Beispiel, es gibt einige Länder, die gesagt haben, wir haben nicht viel natürliche Ressourcen, wir können so diesen Jump ökonomisch nicht machen, wir setzen ganz viel aufs Netz und wir nehmen aber das Netz als eine Basisinfrastruktur, die unserer ganzen Bevölkerung zur Verfügung stehen soll und subventionieren lieber die Kosten durch andere Infrastrukturen, als dass wir das nur dem privaten Feld überlassen, weil wir das eben so wichtig finden. Also eine ganz grundlegende andere Position zu dem, was wir hier in Deutschland haben, wo man auch durchaus mal aufeinander schauen und voneinander lernen kann. Netzneutralität ist im entwicklungspolitischen Kontext ein sehr wichtiges Thema. Von Beispielen wie ist jetzt Wikipedia Zero eine gute oder eine schlechte Sache in einem entwicklungspolitischen Kontext angefangen, bis hin zu eben auch andere Länder, die da viel weiterreichende Gesetzgebungen haben, wie wir. Also Chile ist ja ein bekanntes Beispiel, was Netzneutralität legislativ verankert hat. Da ist es also auch mal lohnenswert, auf andere Länder zu gucken und zu schauen, wie können wir in Deutschland davon lernen. Der ganze Themenkomplex Privacy, Data Security ist ein wichtiger. Ihr seht vielleicht hinter mir, Cyberkapazitätsaufbau ist eine Aufgabe, die man sich gesetzt hat in dieser digitalen Entwicklungsagenda. Ja, auch in der EZ ist das Wort Cyber angekommen. Es ist durchaus sehr oft vorgekommen im letzten Jahr, dass dann so Situationen stattfinden, dass Land X irgendwo hier anruft, zum Beispiel im BMZ und sagt, ja, also Deutschland macht das ja super toll irgendwie, wie die Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten funktioniert und ihr eure Bevölkerung ausspielt und eure Daten so weitergebt, da würden wir gerne was von lernen. Vielleicht könnt ihr mal uns erklären, wie wir das auch besser machen. Das ist natürlich zu vermeiden, dass sowas unter Cyberkapazitätsaufbau verstanden wird, sondern dass es dann eher in eine andere Richtung geht, wie die ich zum Beispiel gerade beschrieben hat, dass wir aus unserer Sicht wichtig. Und anfangen werden wir wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich sogar im Dezember. Und zwar am 11. 12. Dezember wird das erste Treffen dazu stattfinden. Am 12. Dezember dann auch eine kleine öffentliche Veranstaltung mit der ganz fantastischen Gillian York, die vielleicht noch hier hinten irgendwo steht. Und zwar wird es da um das ganze Thema Zensur und Meinungsfreiheit geben. Und wir uns ein bisschen
die als aktuellen Aufhänger überlegt haben, dass wir vielleicht mit einem Titel wie ISIS versus the Arab Spring between Internet Utopia und Dystopia einfach mal diese beiden Fälle als Themen Aufriss nehmen, um dieses erste Thema anzugehen. Also diese ganze, was ich eben erklärt habe, was nach dem arabischen Frühling losging, wo alle so yeah waren, wir machen jetzt alle nur Facebook, wir machen jetzt alle Revolution und sehr viel Internet-Utopie auf der politischen Seite da war. Oder jetzt das andere Gegenbeispiel, wo viele Staaten natürlich auch sehr schnell dabei sind zu sagen, wir müssen sehr viel zensieren, wir müssen sehr viel Kommunikation unterbinden, weil das Netz eben unter anderem von Gruppierungen wie ISIS genutzt hat, alles Böse. Und uns diesem Klischee, alles gut, alles Böse mal widmen wollen, um eben dieses erste Thema Freedom of Speech anzugehen. Genau, das wird am 12. Dezember stattfinden. Ich poste das auch nochmal, wenn das interessiert, als Event. Und das war jetzt ein grober Abriss von dem, was in dem Thema und in dem Projekt das nächste Jahr über passieren wird. Und ja, das ist jetzt der offizielle Ende des Programms heute. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, dann kommt das jetzt einfach auf mich zu oder schickt mir einfach gerne auch in den nächsten Tagen oder Wochen eine E-Mail, geraldine@digitalegesellschaft.de. Dankeschön. Nächstes Mal. Und wie immer, genau, wird es auch alle Videos von heute Abend online geben und ich hoffe, ihr bleibt jetzt noch und ja, und der nächste netzpolitische Abend findet natürlich wie immer am ersten Dienstag des Monats statt, also am ersten Dienstag im Dezember, das ist dann der zweite und wir freuen uns auch immer über Vorschläge für, ja, Vorträge, das heißt, wenn ihr selber mal was erzählen wollt, sagt uns Bescheid, wir freuen uns auf euch. Dankeschön.